Cool, okay. Ja, kommt nur noch rein. Ja, guten Abend. Schön, dass ihr nicht zum Abendessen gegangen sind und jetzt noch ein Vortrag war. Das finde ich toll. Ich werde jetzt ein bisschen über Open Source sprechen und generell über meine tägliche Arbeit, seit wir bei uns in der Firma eigentlich das Hauptprojekt geopen sourced haben und was das jetzt so über die Jahre ausgelöst hat. Ich habe da Slide, wo ich mich kurz vorstelle. Ich bin System Engineer bei Amazee.io. Das ist die Firma, wo ich mein Geld verdiene. Wir machen containerbasiertes Hosting. Ich lebe in Zürich. Im Internet findet ihr mich als das Recht. Und ich bin mit sehr vielen Nebenprojekten unterwegs. Ich bin Teil der digitalen Gesellschaft in der Schweiz. Wir haben einen Winterkongress, der meistens im Februar in Zürich stattfindet, wo wir auch so netzpolitisch und digital Themen zeigen. Ich bin im Vorstand vom Community Rack, wo wir unterdessen zwei ganze Racks für unsere Mitglieder in Zürich betreiben, wo man seine Serverchen hinbringen kann und wir werden die dann ans Netz anhängen. Ich bin auch noch im Team von TEDx Bern und generell, wenn jemand zu mir sagt, kommt mit den Worten, hey, sag mal, kennst du nicht, kannst du nicht, dann kann es schnell mal in so einer Situation enden, wo ein paar Freunde von mir gesagt haben, hey, wir würden da mal gerne ein Open Air Cinema machen, hast du eine Idee, wie man das machen könnte? Ich so, ja, stellst einen Container hin und packst einen Projektor rein und dann kurze Zeit später haben wir dann wirklich ein Open Air Cinema gemacht. Es war doch relativ lustig, wenn man so mit 64 Ampere Strom rumspielen darf. War was Großes. Aber generell, über was reden wir heute? Generell ist es Open Source. Wir reden ein bisschen über die technische Sache, die Container. Wir reden über die Herausforderungen, die Vorteile, ein paar Fehler, die wir gemacht haben, Gelerntes und wieso ich finde, dass jeder ein bisschen Open Source machen sollte. Machen wir kurz mal eine kleine Abstimmung. Wer nutzt Open Source Software täglich? Okay. Für die Hände, die noch nicht oben sind? Nutzt ihr Drupal? Nee. WordPress? Ja. Composer? Eine Riesenliste. Also mal Hände hoch, wer irgendwie mit in was von dem zu tun hat. Okay. Geil. Sind wir uns mal einig? Open Source ist überall. Auch am Easter Hack. Wenn ich schon nur schaue, das Wok, das hier ist, das Engelsystem, das Phone Operations Team, die Pre-Talks, also der ganze Schedule und das C3 NAV, das ist alles Open Source, das ist toll. Also ich habe am letzten Kongress habe ich so gedacht, wie machen die bei dem ganzen C3 NAV, dass man da wirklich in-house sehen kann, wo das ist? Und dann habe ich mir ein bisschen mit dem Code eingefunden und gesagt, oh Mann, das ist noch cool. Und das ist das Tolle an Open Source, man hat wirklich einfach sieht, was genau läuft. Kurz zur Firma, wo ich arbeite und damit ihr ein bisschen Hintergrund habt, wieso ich über Open Source spreche. Wir betreiben eine Open Source Hosting Plattform, die heißt Lagoon. Zu dem kommen wir später noch. Momentan hat unser Team etwa 11 Angestellte und wir machen seit mehr oder weniger 8 Jahren Webhosting. Für Webseiten aller Größe. Also es kann Tante Emma-Laden sein, es können aber auch richtig große Webseiten sein, wie zum Beispiel in der Schweiz hatten wir die Eröffnung vom Gotthard-Basistunnel und da gibt es so einen schönen Traffic-Spike, wenn dann die ganze Welt und vor allem irgendwie große Zeitungen plötzlich deine Seite verlinken, gibt es so einen schönen Spike. Und das ist, was wir so machen. Unser ganzes Team ist remote, also ich bin der Einzige momentan in Europa und das Team ist über momentan 5 Zeitzonen verteilt. Das macht es ganz lustig, wenn man ein Meeting mit allen machen will, dann bleibt einer lange wach und einer steht früh auf. Und das Lustige an unserem Produkt oder an Lagoon ist, dass wir das halt in verschiedenen Ländern anbieten können. Also momentan die Briten mit Brexit, die sagen, nee, 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 wir möchten unsere Seite bitte bei uns hier auf der Insel und wir kommen heim und sagen, ja, ist gut, machen wir für euch. Und das Ganze kann man in der Cloud betreiben oder auch on-premise, weil wir Kunden haben, die halt sagen, ja, die Daten dürfen aus irgendeinem Grund nicht aus unserem Rechenzentrum raus. Da können wir das auch in den Kundenrechenzentrum betreiben. Kurz ein Geständnis vorneweg. Früher war ein Großteil meiner Arbeit oder was wir in der Firma gemacht haben, nicht Open Source. Das war auch ein Weg dahin. Also wir haben nicht eine Firma gegründet und gesagt, aber jetzt machen wir alles Open Source. Es war wirklich ein Denkprozess, wo wir halt hinkommen mussten. Und ein bisschen, wie es dazu kam. So
ganz am Anfang waren wir eigentlich ein Teil von der Webagentur. Ich war größtenteils der Einzige, der das Ganze betrieben hat. Wir hatten ein Hosting und das war okay. Das war nicht das super fancyste Ding, aber es hat seinen Job getan. Das war alles handgestrickt und wir hatten so mit der Zeit, weil wir halt immer das Neueste wollten und dann willst du eine neue PHP-Version und irgendwie eine Spezialkonfig hier und da, haben wir so gemerkt, so, ja, mit allen Systemen, die es halt gibt, sind wir nicht so happy. Und wir hatten auch andere Agenturen, die immer gefragt haben, hey, ihr habt immer das neueste Zeug, wie macht ihr denn das? Und da haben wir so gedacht, so, okay, wir könnten uns mal überlegen, ob wir das irgendwann mal öffnen, dass halt alle sehen, wie wir das machen. Und was wir auch früh gemacht haben, ist eigentlich bei unseren Entwicklern angefangen, gesagt, die lokale Entwicklungsumgebung, da zeigen wir euch, da bauen wir was und das ist sozusagen unser Testbed, um neues Zeug auszuprobieren. Das Ganze hat dann angefangen, dass wir irgendwie so mit VMs und Vagrant und Chef in sowas zusammengeklöppelt haben. Das war toll. Und dann dachten wir so, okay, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze auf unsere Infrastruktur anwenden. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so, okay, machen wir doch das mal mit Puppet. Also haben wir eigentlich die ganze Infrastruktur von Grund auf neu mit Puppet gebaut. Und das kam eigentlich von unseren Erfahrungen, die wir hatten mit den lokalen Entwicklungsumgebungen. Und irgendwann im ganzen Prozess haben wir gemerkt, so ja, Webagentur und Hostingdienstleister, das passt irgendwie schon zusammen, aber wenn du mit anderen Kunden zusammenarbeiten willst, wird es dann auch schwierig. Da haben wir einen Business Case gemacht und glücklicherweise haben wir da auch das Go bekommen, dass wir eigentlich den ganzen Webhosting-Teil aus der Firma auslagern konnten. Und dann waren wir da an dem Punkt, wo wir sagten, okay, wir werden eine eigene Firma machen, aber wir hatten ja immer noch das Problem, dass wir halt irgendwie das Gefühl hatten, ja, die VMs, wie das momentan läuft, das ist uns zu wenig flexibel, weil das braucht viel RAM, jede Seite braucht eine neue VM, das ist irgendwie von gestern. Und wir haben Docker-Container oder Container-Lösungen angeschaut und genossen viel Ruhm und wurden breit eingesetzt. Aber wenn du irgendwie nicht gerade Netflix, Amazon oder Google warst, dann war das nicht so ein großes Ding, das da für dich übrig blieb. Und wir haben da mal Docker ein bisschen angeschaut und es gab dann auch so Zeiten, wo halt wirklich Docker das Ding für Container wurde. Und dann haben wir mal versucht, ja, wie bauen wir denn eine lokale Entwicklungsumgebung mit Docker? Und Docker ist nicht perfekt und da haben wir gedacht, okay, unser Ziel ist, dass wir mehrere Entwicklungsumgebungen lokal betreiben können. Wir wollen die ganze SSH-Key-Geschichte irgendwie gelöst haben. Wir wollen lokal E-Mails testen können. Also haben wir um Docker eigentlich ein Toolset gebaut, das Pygmy heißt, das uns das halt alles bringt. Also es ist eigentlich nichts anderes, das uns erlaubt, mehrere Seiten lokal zu entwickeln. Ja, und wir dachten da so, okay, das funktioniert lokal, jetzt suchen wir mal ein bisschen die Erfahrung, wie funktioniert das denn, wenn da mal Produktionslast draufkommt. Also haben wir mal ein paar Systeme oder Komponenten in unserem Hosting-Stack einfach durch Docker-Container ersetzt. So konnten wir eigentlich mit relativ wenig Risiko mal schauen, wie das denn so funktioniert, auf was muss ich achten, welche Fehler kann ich machen. Und in der Zeit wurde halt Lagoon eigentlich der Projektname intern zu allem, was wir gemacht haben. Ja, und dann kam so unser größtes Projekt zu und sagte so, hey, wir haben Zeit, wir haben verschiedene Publikationen und sehr viel Traffic und wir haben eine Decouple-Seite, also wir haben Drupal im Backend und dann irgendwie 7 oder 8 Node.js-Applikationen im Frontend, die halt dann die Publikationen rausspielen. Könnt ihr das auch in Container? Und unser Team war so, ja klar. Also haben wir eigentlich mit unserem größten Projekt begonnen, eine neue Lösung zu bauen. Und wir hatten Lagoon schon, aber wir mussten da ein bisschen Sachen umbauen und halt rausfinden, was braucht denn ein großes Projekt wirklich. Wir brauchten viel mehr Flexibilität, weil früher haben wir einfach normale Webseiten betrieben und das war einfach so PHP und Datenbankserver und lief. Und plötzlich kommt da wirklich so ein riesiges Ding. Da kommen Fragen wie skaliert ihr denn und solche Sachen. Und in der Zeit haben wir auch, wir haben das Thema relativ lange hin und her gewälzt. Und so kam die Frage so, ja, wenn wir das haben, werden wir das einfach open source? Und das war so eine Bierdiskussion mal. Und wir haben gesagt, ja, könnten wir eigentlich machen. Und das war dann so im Hintergrund. Und dann
hatten wir da das System und das lief und wir hatten Kunden produktiv drauf. Und dann kam so die Frage so, ja, wenn wir das jetzt open sourcen, wann, wenn nicht jetzt? Und da haben wir das geopen sourced, da spreche ich dann ein bisschen auch noch drüber. Und momentan sind wir eigentlich der einzige Hoster, der wirklich die ganze Secret Source, die jeder andere Hoster hat, wo man einfach hingeht und eine neue Seite klickt, ist wirklich alles open source. Findet man auf GitHub und da kann man eigentlich in den ganzen Code gehen und sehen, welche Konfigurationen laufen. Aber zu Lagoon, was ist das genau? Und das ist hier, wird mit meiner Zeit relativ knapp. Das Ding macht einiges. Das ist momentan das Microservice-Diagramm, das klicke ich gleich wieder weg. Was das ganze Ding eigentlich macht, ist, es gibt jedem Entwickler die Möglichkeit, lokal mit Docker und Containern das Ganze, seine Infrastruktur aufzubauen und das dann einfach an unseren Service weiterzugeben. Und was wir machen, wir schauen an, ja, welche Service brauchst du und welche Container brauchst du. Und von dem bauen wir dann basierend auf 2, 3 Konfigurationsdateien, die standardisiert sind, eigentlich die ganze Infrastruktur auf. Das ist das Ding, das ich irgendwie vor nun mal mehr oder weniger 10 Jahren zum ersten Mal mit einem Entwickler diskutiert habe, wo wir so gesagt haben, ja, wir haben jetzt so automatisierte Systeme und das ist cool. Kann ich das auch einfach irgendwo in einen File reinschreiben und wenn ich einen neuen Branch mache in meinem Git, gibt das auch ein neues, eine ganz neue Infrastruktur und das war, ja, gib uns noch ein bisschen Zeit, aber das ist eigentlich das. Also wir können die ganze Infrastruktur, die eine Webseite oder eine Webapplikation braucht, komplett abbilden. Ja, dann haben wir das Ding geopen sourced und das ist bei GitHub so. Dann. Also das war dann ein relativ spannender Tag, es war etwa 2 Jahre her. Wir haben einen Pressrelease gemacht, Blogpost veröffentlicht, alle Tweets sind draußen und ich saß so da so, toll, ich erzähle dir, was dann geschehen ist. Ich war da so da und es war in meiner Zeit, weil wir haben das auf Europa-Zeit getimed und dann hatten wir so 24 Stunden, wo wir so nachschauten, was läuft da jetzt. Und bei mir passierte so etwa das. Auf uns hat niemand gewartet, aber eine Person hat sich gemeldet. Amazon hat sich gemeldet. Nämlich wegen dem. Ja, wir haben das Repo hochgestellt und da war halt noch einer unserer Access Keys drin. Also der Lester von Amazon hat sich da gemeldet und gesagt, hey, ich habe euren Key gefunden, könnt ihr mal bitte so revoken und schauen, dass ihr dann nicht in einer halben Stunde kommt. 5 Minuten mit Profis. Aber was wir da gesehen haben, ist, dass die eigentliche Arbeit um das ganze Open-Source-Thema erst beginnt. Und ich habe da so ein paar Mantras und das eine Mantra ist, das Rad nicht neu erfinden. Also etwas, das wir sehr stark versuchen, ist, wenn es ein Open-Source-Tool gibt, das uns die Möglichkeit gibt, etwas zu tun, dann bauen wir das nicht neu, dann verwenden wir das Tool. Unser ganzes Log Storage, das ist ein Elasticsearch, weil das funktioniert. Wir müssen da nicht irgendwas Hagebüchernes bauen, nur dass wir irgendwie das Gefühl haben, ja, wir haben das selbst erfunden. Wir profitieren einfach von den anderen Open Source Projekten, die draußen sind. Und ich nenne das immer so auf den Schultern von Riesen stehen, weil es hilft uns, basierend auf anderen Projekten, unser Projekt auch weiterzutreiben. Und unsere Kunden oder die größeren Kunden von uns, die kommen dann auch mit Sachen und sagen, hey, wäre cool, wenn wir das auch noch könnten. Und ich habe auch Leute drin im Team oder in der Kundschaft, die halt einfach das Zeug dann bauen. Und da kommst du irgendwie am Montag hin und denkst so, wow, was ist das? Und die so, ja, ich mache dann in der Woche noch einen Pull-Request. Ich hatte da eine Idee übers Wochenende. Ein bisschen über die Vorteile reden. Also, was wirklich cool ist am ganzen Projekt, ist, dass halt der ganze Entwicklungsstatus für jeden ersichtlich ist. Man kann wirklich einfach auf GitHub gehen, wir haben da alle Tickets und alle Sachen sind priorisiert und man sieht, was halt in der Planung rauskommen soll. In der Planung mit Deadlines sind wir nicht immer gut, weil wir halt wirklich basierend auf teilweise größere Features auf Kundenanfragen machen. Aber generell sieht man, was da so in der Mache ist. Andere Vorteile, wenn ich jetzt über Open-Source-Projekte spreche, ist, weil halt alles öffentlich ist, gibt es keine Barriere, die uns sagt, ja, da ist jetzt irgendwas im Tun, aber es ist halt ersichtlich, wenn es ein Problem gibt und mehrere Leute das Problem haben, dann können sie das auch online finden.
Und das ist cool, wenn ich halt einen Bug habe oder was, das halt noch nicht super funktioniert, dann kann ich auch den Kunden sagen, hey, du kannst auf GitHub das Ding subscriben und dann siehst du, was der Status ist. Du siehst, wann es released wird. Und das ist halt wirklich eine coole Sache, dass es nicht einfach ist, ah ja, wir haben das eingeplant. Und es hat keinen Disconnect mehr zwischen einer Firma, die was macht, ein Open-Source-Projekt, das was macht, und dem Kunden. Du kannst wirklich sehen, was wann kommt. Ich habe teilweise in GitHub-Issues Kunden oder Nutzer des Produkts, die halt wirklich einfach einander helfen. Und da kommt einer so rein, ah ja, das habe ich so gefixt. Und dann haben wir einen Workaround und du kannst die Workarounds vom einen Projekt aufs andere anwenden. Und das ist relativ cool. Wir haben eine öffentliche Roadmap und wir haben auch einen Ideaspace. Also wir hatten auch Leute, die reinkamen und gesagt haben, hey, könnt ihr auch einfach so Native Kubernetes machen? Geht das? Und das ist ein Ding, das kam irgendwie letztes Jahr an und das haben wir jetzt angefangen zu überlegen, ja, können wir das? Und wir sind jetzt eigentlich dran, das Ganze so aufzusplitten, dass wir das längerfristig auch direkt auf Kubernetes machen können, dass die ganze Infrastruktur einfacher wird. Und für alle, die Lösung nutzen, ist das ein viel kollaborativer Umgang, weil es ist nicht mehr, du sprichst immer zu einer Person, es ist halt, dass man probiert, das Problem zu finden. Wenn ich ein Problem finde, dann reporte ich das. Und das ist komplett anders, als was man sich normalerweise von Hostern oder im Geschäftsumfeld gewöhnt ist. Es gibt aber auch ein paar Herausforderungen. Wir haben, das war nach dem Release, wir hatten halt immer noch den Firmennamen überall drin. Da hat jemand ein Ticket aufgemacht und gesagt, es ist schon cool, aber wenn ihr ein Open-Source-Projekt seid, wieso habt ihr da überall den Firmennamen drin? Es gab dann einen sehr lustigen Commit, der eigentlich alles Search replaced hat mit dem Projektnamen Lagoon. Und wir haben das dann durch die Testpipeline gejagt und das hat größtenteils funktioniert. Größtenteils. Ihr seht da am Schluss, Entschuldigung. Verdammt. Am Schluss steht noch everything else. Das ist alles, was man da vergessen hatte. Das haben wir noch so hinterher geflickt. Es war dann schon spannend, weil man halt auch direkten Feedback gekriegt hat und die Leute gesagt haben, ja, also wenn da ein Firmenname drinsteht, ist das ja nicht wirklich Open Source, dann ist das ja euer Ding. Und das war halt schon spannend. Andere Herausforderung. Jeder kann zum Projekt beitragen, das muss aber erlernt sein. Wie ich vorher erwähnt hatte, Leute können das Zeug ändern, Leute können ihre Änderungen einbringen, aber man muss sie eigentlich an der Hand nehmen und sagen, hey, such doch mal, also wenn du mir den Fehler sagst, such doch mal, wo im Code das vorkommt. Und das ist das Coole, weil ich habe Leute, mit denen ich zusammenarbeite, da kommt wirklich entweder schon die komplette Lösung in einem Pull-Request oder es kommt ein so detaillierter Fehlerbeschrieb, dass einer von unseren Engineers das durchliest und sagt, das habe ich geschrieben, ja, das habe ich verbockt. Und dann die Lösung kommt. Und das ist spannend, aber es ist ein Weg dahin. Eine andere Herausforderung ist, dass gewisse Leute sich gar nicht involvieren wollen. Die wollen einfach sagen, hey, da ist was kaputt und wir sollen das dann flicken. Und das ist halt, dann machen wir sozusagen den Proxy, um halt GitHub-Issues zu erstellen. Aber wenn dafür bezahlt wird, ist das auch kein Problem. Ein anderes lustiges Ding ist, dass plötzlich erwartet wird, dass alles, was wir machen, Open Source ist. Auch die ganz, ganz, ganz alten, bösen Legacy-Systeme, die wirklich nicht Open Source sind. Und das ist dann schon spannend, wenn man sagt, ja, weißt du, das ist so wirklich so 5 Jahre alt, das war vor unserer Open Source-Zeit. Weil das sind Systeme, die wir momentan aktiv versuchen, irgendwie loszuwerden. Es geht halt immer einen Moment. Ein anderes Ding ist, dass eine Herausforderung ist, dass man den ganzen Code und einfach alles, was man macht, ein bisschen mehr mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit bearbeitet. Man hinterfragt, macht die Änderung, die ich da mache, Sinn? Gibt es irgendwie Probleme? Muss ich eine Dokumentation anpassen? Wir hatten früher dieses Jahr ein Release, wo wir irgendwie die ganzen Suchserver kaputt gemacht haben. Wenn man eine ganz spezielle Suchkonfiguration reingenommen hat. Und wir haben einfach nicht dran gedacht, dass das irgendwie passieren könnte. Und das war so für uns der Startpunkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, hier müssen wir jetzt wirklich einen Prozess einbauen und
das Ganze irgendwie sauber tracken und wirklich schauen, dass wenn wir solche Changes drin haben, dass wir das auch an die Leute zurück kommunizieren. Und Kommunikation ist auch wichtig. Wenn wir größere Änderungen haben, gibt es immer einen Release-Log, das wirklich auch jetzt eine Section drin hat, wo man sieht, hey, wenn du das brauchst, könnte passieren, dass dieses und dieses und dieses eintritt. Und das ist halt wichtig zu unterstreichen bei unseren Kunden, wie das halt funktioniert, dass sie halt wirklich auch dabei sind, in einem laufenden, sich ändernden Projekt Änderungen mitzumachen. Andere Herausforderungen sind halt größere, neue Features zu bauen. Wie ich vorher erwähnt habe, ist die Idee, dass wir eigentlich nicht mehr auf OpenShift basieren, sondern auf Kubernetes laufen könnten. Und das ist eigentlich ein relativ fundamentaler Wechsel vom ganzen System. Und wir versuchen, dass eigentlich beides nebeneinander funktionieren wird, aber es ist halt eine große Änderung. Also das braucht viel Hirnschmalz, bis das mal läuft. Und die andere große Frage, die ich mir jeden Tag wieder stelle, ist, was kostet denn so ein Feature in einem Open-Source-Projekt? Also wir haben Leute, die kommen und sagen, hey, wir machen so Open-Data-Sachen, könnt ihr das auch? Und wir sagen, ja, klar, können wir da auch. Jetzt müssen wir halt einfach schauen, wie wir das für euch umbauen und implementieren. Und was, das wir jetzt letztlich gelernt haben oder lernen durften, ist, dass nicht alle von uns betriebenen Plattformen die gleichen Release-Zyklen haben. Also wir haben Kunden, die halt sagen, ihr könnt auf die Plattform releasen, wenn unser Board das absegnet. Die kriegen alle Changelogs und die schauen das durch und sagen, das könnt ihr nächste Woche releasen. Und wir kommen, ursprünglich war das Projekt so wie Arch Linux ein Rolling Release. Also das hat jede Woche, haben wir das einfach auf jedem Cluster rausgebügelt und das lief. Aber mit der Komplikation, dass wir halt aufpassen müssen, wer welche Version hat, haben wir auch relativ viele Changes eingebaut. Und das war ein spannendes Learning und eine spannende Herausforderung, dass wir halt eigentlich von einem Rolling Release, wo alles irgendwie funktionieren muss, auf ein versionisiertes Release umstellen mussten. Aber reden wir ein bisschen über den Rückblick auf 2 Jahre Entwicklung. Wir haben in den 2 Jahren, hier sind ein paar Daten, die sind aktuell von heute Morgen. Wir haben 600 Pull Requests abgeschlossen. Momentan haben wir leider wieder 135 Open Issues. Ich sage jetzt leider, weil ich möchte die Zahl am liebsten unter 100 haben. Aber momentan mit so vielen Ideen, die wir da in das Projekt reinkippen oder auch mit dem ganzen, hey, lass uns mal überlegen, was wir alles brauchen für Kubernetes direkt, gibt es relativ viele zusätzliche Tickets, die wir halt irgendwie clustern müssen. Es gibt auch 80 Forks vom Projekt und ich kenne Leute, die eigentlich seit mehr als einem Jahr einen Fork betreiben für sich und wir haben mit denen eigentlich nicht viel zu tun. Die lassen das für sich laufen, das ist cool. Und wir haben auch externe Mitwirkende, die halt auch reinkommen und sagen, hey, ich habe das gesehen, ich habe hier in der Dokumentation etwas gesehen und das uns helfen, da weiterzukommen. Das ist ein weiteres Open-Source-Mantra, dass kein Beitrag eigentlich zu klein ist. Also ich bin noch so happy, wenn jemand reinkommt und sagt, hey, ich habe hier ein Problem gehabt, ich habe hier ein Problem gemeldet, das ist cool. Oder wenn jemand seine Meinung einbringt, wenn sie berechtigt ist, dass jemand sagt, hey, wir haben das bei dem Projekt da auch schon gesehen, da hat es nicht funktioniert. Also überlegt euch mal, ob ihr das auch so bauen wollt. Oder Leute, die einfach die Dokumentation einfach mal gegen Rechtschreibfehler prüfen. Wir haben da einen Kollege von mir, der hat das mal eigentlich so ein Wochenende, so in 2-3 Stunden alles durchgeklickt. Und das war doch ein sehr guter Beitrag an die ganze Dokumentation, dass er sagt, so, ja, ihr braucht da immer die verschiedenen Wörter für das und das wird halt alles mal standardisieren. Und darum sage ich, es ist eigentlich kein Beitrag zu klein. Wenn jemand schon nur eine Idee hat, wie man etwas besser machen könnte, ist das schon toll. Und wenn ich auf die 2 Jahre zurückschaue, ist es relativ spannend, was passiert ist. Wir dachten einfach, dass die Open-Sourceness oder dass wir als Open-Source-Projekt zur Verfügung stellen, wird uns helfen in Security-Audits. Wir haben ein paar Nutzer von der Plattform, die halt wirklich jedes Jahr ein Security-Audit gegen die Plattform laufen lassen. Da kommt immer so die Frage, so, ja, können wir Root-Access haben auf dem System? Und bei uns ist so, nee, wirklich nicht.
Und was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist halt komplett die Infrastruktur von den Leuten neu aufgebaut und gesagt, hier, das ist eure Penetration-Testing-Plattform, ihr könnt sie kaputt machen, die wird einfach, das ist der Standard, wo auch eure Seite drauf läuft. Aber es ist einfach nicht so cool. Und jetzt können wir eigentlich hingehen und sagen, ihr könnt das Ding bei euch selbst hochfahren und ihr könnt alle Konfigurationen sehen. Also es gibt eigentlich keine es gibt keine Blindspots mehr, wo man sieht, ah, da versteckt jemand etwas vor uns. Und wir haben auch gesehen, dass es viele Leute gibt, die wirklich drauf etwas suchen, das wirklich komplett Open Source ist. Die ganzen Stacks, die wir haben, sind eigentlich, basieren wir alles auf Open Source Software, aber die ganzen Hosting Provider, die haben einfach so ihre Secret Source, die dann das Ganze betreibt. Und das werden wir eigentlich mit unserer Lösung los. Und was auch cool ist, dass wir halt den Leuten die Möglichkeit geben, das auf ihrer eigenen Infrastruktur zu betreiben. Du kannst dich einfach zu irgendeinem Hoster hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne mal deine Plattform in meinem Rechenzentrum. Das heißt meistens, nee, sorry, können wir nicht. Was ich auch sehe, ist, dass das Vertrauen wächst. Das ist etwas, das man sich erarbeiten muss. Wir hatten am Anfang haben wir eigentlich mit einem Kunden gestartet, die wir von der Webagentur übernommen haben. Aber wir sehen jetzt auch, dass halt andere Agenturen aufspringen und andere Kunden aufspringen und sagen, ja, das ist cool, wir wollen das auch. Und das ist das Spannende. Es ist auch wichtig zu sehen, dass wenn man das Ganze standardisiert, also wenn man irgendwie 50, 60 Webseiten betreibt, dass es einfacher ist, wenn alle den gleichen Technologie-Stack fahren. Und das ist halt cool zu sehen, dass die Agenturen oder die Kunden, die so da mit mehreren Seiten kommen, zum Beispiel Universitäten, die irgendwie für jede Fakultät eine eigene Webseite haben, dass das halt denen extrem viel bringt, wenn alles standardisiert ist. Das Spannende ist, dass auch halt die Weiterentwicklung, die Richtung völlig offen ist. Also wir gehen momentan dahin, wo wir sehen, dass die ganze Welle mit den Containern hingeht. Und das heißt auch, dass ich eigentlich nicht mehr immer über Docker spreche, sondern dass ich einfach sage Container, weil Docker ist irgendwie nicht mehr so ein wichtiger Begriff im ganzen Ding. Weil wir unterdessen Möglichkeiten haben, die Container anders zu bauen mit anderen Tools, die auch Open Source sind. Ein anderer Punkt, der super ist, ist halt Leute zu finden, die bei uns arbeiten wollen und eigentlich einen Großteil ihres Tages in ein Open-Source-Projekt stecken können. Das ist etwas, das man selten einfach so hat, dass man sagen kann, hey, den ganzen Code, den du schreibst für die Plattform, wird Open-Source sein. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir auch mit der öffentlichen Hand oder Universitäten und den Behörden eigentlich relativ eine gute Beziehung haben, weil in vielen Ländern wird unterdessen gesagt, hey, wenn dir eine Ausschreibung macht und ein Open-Source-Projekt um die Ecke kommt, dass das Problem löst, dann nehmen wir das Open-Source-Projekt. Nicht, dass man irgendwie Geld in Lizenzen investiert. Und das ist das Coole, dass halt von externen Gruppen halt Druck aufgesetzt wird auf die Behörden und die Länder, dass man gesagt, hey, wenn ihr Geld investiert, dann heißt das, dass das öffentliche Geld, das investiert wird, auch in öffentlichen Code umgewandelt wird. Und das ist cool. Und unterdessen können wir mehr als nur Drupal, was wir am Anfang gemacht haben. Wir haben jetzt verschiedene Sachen gemacht, wo wir halt Decoupled-Seiten betrieben haben oder auch Dinge wie die ganze Open Data Container. Da kam von einer Stadt kam die Anfrage, hey, wir würden da gerne unsere Open Data Sachen bei euch betreiben. Wir haben die Idee, wie man die Container bauen könnte, aber wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Und da sind wir mit ihnen zusammengesessen und haben das Ganze halt gebaut, wie das halt das Open Data, wie das Open Data Projekt das nutzt. Und das ist auch etwas, das wir auch geopen-sourced haben. Das andere, das wir gelernt haben, ist halt einfach, Dokumentation macht vieles einfacher. Ein großer Teil meiner Contribution zum Projekt ist momentan Dokumentation verbessern. Ich mache viel Support. Ich sehe eigentlich täglich, mit welchen Problemen das die Leute dies nutzen, ob es auf der Engineering-Seite oder auf der Kundenseite ist, auf der Nutzerseite am Ende.
sehe schon, mit was die kämpfen. Und wenn ich da etwas sehe, dann schreibe ich mir das auf eine Liste und das ist die Liste, die abgearbeitet wird für Dokumentationsverbesserungen. Wir haben, wie ich vorhin erwähnt habe, gelernt, dass die ganzen Changelogs sehr wichtig sind. Also wir haben gesehen, hey, unsere Changelogs sind da, aber die könnten besser sein. Also haben wir Prozesse implementiert, die halt zeigen, wie man, dass wir nichts vergessen, dass wirklich eigentlich jeder Release ein sauberes Release-Log hat, dass alles drin ist. Wir haben vom Rolling Release auf versionisierte Releases umgestellt. Und wer ein bisschen auf GitHub unterwegs ist und irgendwo hingeht und ein Ticket öffnen will, die jungen Projekte, bei denen kommt einfach eine Maske mit einem Eingabefeld und man kann ein Ticket aufmachen. Das ist die Hölle, weil es erlaubt einfach, jemanden einen Titel einzugeben, irgendwie seinen Frust in einem Titel zu hinterlassen oder sein Problem im Titel zu hinterlassen, ohne eigentlich wirklich zu spezifizieren, was das Problem dahinter ist. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir Issue- und Pull-Request-Vorlagen gemacht haben. Dass man halt ähnlich, wenn man etwas reportet, dass man eine Vorlage hat, was wir alles wollen, um zu verstehen, was das Problem ist. Um vom Kunden abzuholen oder von der Person, die das Problem hat, abzuholen, was ist genau das Problem? Erklär's mir. Das hilft viel. Und in den Pull-Requests haben wir auch den ganzen Text abgefangen, wo halt ins Changelog reinkommt. Also du kannst nicht einen Pull-Request aufmachen, ohne dass du spezifizierst, was kommt ins Changelog. Das wird einfach vom Release-Manager, der das halt einfach wöchentlich released, wird das zurückgeschrieben und sagt, hey, sorry, du hast kein Changelog drin. Wir wissen nicht, was das ganze Ding macht. Auch wenn es im Code klar ist, aber wir wollen es in einer einfachen Beschreibung haben, wo es jeder versteht. Ein anderes Mantra. Etwas ist immer kaputt. Ich sage meistens so, es ist einfach noch nicht perfekt. Wir spielen hier viel mit neuen Technologien. Und neue Technologien, die haben so ihre Tücken. Ich sage immer, wer auf allen Technologien aufbaut, der basiert eigentlich oder profitiert von allen Fehlern, die schon mal gemacht wurden. Da weiß man, wie man was konfiguriert. Da weiß man, welche Probleme man reinlaufen kann. Und das ist halt das, wenn man mit einem jungen Open-Source-Projekt zusammenarbeitet, dass man wirklich eine konstante Veränderung hat. Dinge funktionieren halt, weil man die mal baut, weil man sagt, ja, wir haben etwa so 50 Datenbanken, die wir betreiben müssen, bis man halt an die Grenze stoßt, bis man halt merkt, ah ja, wir betreiben jetzt jenseits von 150 Datenbanken. Und das ist mein momentanes Paradebeispiel, dass wir halt die Datenbanken auch aus Container betrieben haben. Das hat dann irgendwo halt nicht mehr skaliert, weil man nicht mehr Schreibgeschwindigkeit auf Festplatten hingekriegt hat. Oder was wir auch haben, ist, dass wir teilweise von gewissen Nutzern sagen, ja, aber ihr wollt jetzt das ändern, aber das ist doch weniger sicher. Vor allem bei der Datenbankdiskussion, weil wir halt jetzt ein System haben, dass wir die Datenbankkomponenten eigentlich aus dem ganzen Cluster rausgenommen haben und da wieder Datenbankserver betreiben. Und wir eine Komponente haben, die einfach hingeht und sieht, ah, jemand will eine MariaDB oder ein Postgres und das halt macht, aber das ist alles sicher, weil es über Username, Passwords und über andere Sicherheitslevels voneinander abgetrennt ist. Aber da gibt es halt auch teilweise Kunden, die sagen, hey, das will ich nicht und dann müssen wir denen auch einen Weg bieten, wie sie es halt ohne das Neue betreiben können. Und ja, vielleicht merken sie halt, dass wir längerfristig, dass wir halt unsere Begründungen haben, wieso wir etwas so machen. Und das ist ein schwieriger Punkt, den wir immer wieder sehen müssen, wenn man halt viel Änderungen in einem Projekt hat, dass es auch Leute gibt, die sagen, hey, mach mal halblang, wir wollen da nicht immer das Neueste. Ich möchte mit einer kleinen Frage an jeden, der jetzt hier drin sitzt, abschließen. Und das ist, wenn du deine Arbeit anschaust, das alles, was du am Tag machst, den ganzen Code, den du schreibst, die ganzen Ideen, die du hast, könnte jemand anderes von dem profitieren, wenn du das frei zur Verfügung stellen würdest? Und vielleicht ist ja das dein Code oder deine Sachen, die du den ganzen Tag machst, die Schulter des Riesen, auf welchem jemand anderes seine Lösungen und seine technischen Umsetzungen basieren könnte.
das ist etwas, das ich euch mitgeben will und möchte damit abschließen und für eure Aufmerksamkeit danken. Fragen. Da hinten. Ich habe einen Mikrofonengel. Wie verdient eure Firma Geld, wenn ich fragen darf? Viele Firmen haben ja Angst, vielleicht ihren Code zu veröffentlichen, weil sie sagen, das ist unser Kapital. Also ist es ein Supportmodell oder da kam jetzt eure Mitarbeiterzahl vielleicht ein bisschen klein dafür vor? Genau. Möchtest du dazu was sagen? Ja, klar, dazu kann ich was sagen. Also was wir machen ist, wir betreiben einerseits die Plattform für jeden, der eine Seite betreiben will. Wir haben jetzt aber auch angefangen, weil wir halt, wie ich erwähnt habe, die öffentliche Hand, zum Beispiel das die australische Regierung, die hatten eine Ausschreibung gemacht, wo halt auch die Open-Source-Komponente sehr wichtig war. Und das haben wir gewonnen. Da betreiben wir halt für die Regierung selbst ein kompletter Cluster, der komplett auf ihrer Infrastruktur läuft. Und das sind halt Support-Dienstleistungen. Also wir betreiben mehrere unserer Plattformen für verschiedene Kunden. Und das kann halt alles möglich sein. Also wir haben da eine Support-Komponente drin, die halt hilft, das Ganze zu finanzieren. Okay, danke. Darf ich noch eine Frage direkt anschließen? Natürlich. Du hast am Anfang gesagt, der Widerhall von eurer Veröffentlichung war anfangs sehr klein, bis auf Amazon. Ja. Was hat denn euch jetzt so für den Durchbruch da, was hat euch geholfen? Haben irgendwelche Tech-Magazine oder Portale über euch geschrieben? Oder wie wurdet ihr quasi bekannt? Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, wir sind mega bekannt. Wer von uns oder wer von hier im Raum kennt die Firma, für die ich arbeite? Okay, das ist keiner. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht so, dass wir mega bekannt werden. Wir sind bekannt in Kreisen, wo halt irgendwie rund um Drupal, weil wir halt da groß geworden sind, weil wir halt von da kommen. Was uns hilft, ist, dass sich rumspricht, mit welchen Anbietern größere Projekte umgesetzt wird. Und das ist halt jetzt, was uns da wirklich hilft, ist zu sehen, dass die Leute, die verstehen, wie wir arbeiten, also dass wir zusammen mit den Kunden ihren nächsten Schritt oder die nächste Evolution der Webseiten oder der Web-Apps rausbringen können, wenn die verstehen, dass es nicht nur ein Produkt ist, wo ich sage, hier, ich klicke mir eine Webseite, sondern dass es ein aktiver Dialog ist, wo man halt auch mal was fordern kann und wir auch was speziell bauen, dass das dann für wieder ins Projekt zurückfließt. Ich denke, da ist die Magie hinterm Ganzen, dass wir halt einen weiten Weg gehen und sehr angepasste Lösungen anbieten können. Wie geht ihr um mit dem Code von Dritten, der zum Beispiel über Pull-Requests kommt? Müssen die irgendwie ein Copyright-Assignment unterschreiben, oder? Nee, momentan, nee, überhaupt nicht. Es ist einfach, ich weiß gar nicht die Lizenz, die wir drin haben, auswendig, aber das ist einfach, es basiert auf der genau gleichen Lizenz, die reinkommt. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Projekten, wo du zuerst was unterschreiben musst. Es ist einfach, hey, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Change hast, dann be free to commit. Also unser Ziel ist es nicht, da irgendwie noch irgendwas drum aufzubauen über die Ownership vom Code. Und wir arbeiten längerfristig auch dran, dass das nicht mehr auf unserem GitHub-Account ist, sondern dass es halt ein Projekt-GitHub-Account gibt. Aber das ist momentan ein bisschen zurückgestuft, weil wir halt einfach auch noch andere Dinge haben, die wir gerade machen müssen. Andere Fragen? Okay, wenn keine Fragen mehr sind, ich bin die ganze Zeit da und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auf mich zukommen. Danke.